Es ist nicht lange her, da fand die Kommunikation noch analog statt. Man wählte eine Nummer seines Geschäftspartners, um ins Gespräch zu kommen. Den Briefwechsel erledigten die meisten handschriftlich, später mit der Schreibmaschine. Das ist heute nicht viel anders, nur nicht mehr analog. Die Digitalisierung verändert in rasantem Tempo unsere Gesellschaft. War das Telefon an sich schon eine spektakuläre Erfindung, so hat das Mobile Phone die Kommunikation weitaus unabhängiger gemacht. Auch in der Unterhaltung hat sich der Wechsel vom Analogen zum Digitalen relativ schnell vollzogen. Mit dem Einsatz von Computern verschwinden die Aktenberge immer mehr. Überhaupt hat die Halbleitertechnik und die daher eingehende Prozessortechnik unsere Computer miniaturisiert. Das Smartphone ist heute nichts anderes als ein Mikrocomputer und damit ein technisches Schlüsselgerät zur Digitalisierung 4.0. Welche Chancen und Risiken verbergen sich hinter der Digitalisierung für die Arbeitswelt? Das enge zeitliche Korsett in der Ablaufhierarchie der Massenfertigung verschwindet zusehends durch Unterstützung von Industrierobotern, die schwere Arbeit verrichten. Steuerung und Kontrolle übernimmt der Mensch, man spricht dann auch von Arbeit 4.0. Es geht nicht nur um neue Produktionswelten, sondern auch um gute Arbeit, vorausschauend auf die sozialen Bedingungen und Spielregeln der künftigen Arbeitsgesellschaft. Die gerade neu gestaltete Dauerausstellung in der DASA befasst sich mit der Zukunft der Arbeit. Die Deutsche Arbeitsschutzausstellung in Dortmund liefert eine Art Vorstellungsraum, wie sich die Arbeit in Zukunft entwickeln könnte. Sie beschreibt aber auch, was bereits möglich ist. Roboter, Avatare und digitale Helfer sind längst schon keine Zukunft mehr. Das, was früher Menschen noch mühsam per Hand machen mussten, können mittlerweile Industrieroboter. Und das ist natürlich ein Trend, der durchaus auch positiv ist zu der einen Seite. Weil eben die Arbeit sich verbessert durchaus. Auf der anderen Seite sind natürlich die Arbeitsplätze weggefallen in der Vergangenheit. Und das ist ja die Frage, die uns heute auch sehr beschäftigt. Welche Arbeitsplätze bleiben denn übrig? Werden es weniger? Werden es mehr? Roboter sind aber nicht nur in der Fertigung zu finden. An der Universität in Siegen denkt man über den Einsatz in pflegerischen Diensten nach. Wir sollten uns ein wenig bewegen. Wir klatschen nun alle dreimal in die Hände. Machen wir einfach nach. Das ist Pepper oder wir haben ihn Robby getauft. Und nochmal. Pepper ist ein sozial interaktiver Roboter. Der hat eine Vielzahl von Sensoren wie Kameras, Tastsensoren. Wie Sie sehen, kann er sich quasi bewegen. Seine Arme sind frei, sein Oberkörper ist frei und er hat dazu auch noch das Tablet. Wir nutzen ihn im Altenheim und er ist dazu da, um Senioren zu aktivieren. Er unterhält sie so ein bisschen, er kann mit ihnen singen, er kann mit ihnen tanzen, er kann aber auch kognitiv anregen, also das heißt zum Beispiel Spiele spielen oder auch einfach als Infopoint dienen. Arbeit 4.0 bedeutet auch Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Von Desk-Sharing und Crowdfunding machen heute viele Unternehmen Gebrauch. Startups benötigen nur noch Laptop, vielleicht einen Schreibtisch. Sie arbeiten vernetzt und mobil an den unterschiedlichsten Orten. Auslieferungsfahrer bekannter Gastronomiedienstleister beliefern auf Abruf den Kunden. Dafür braucht der Fahrer lediglich sein Fahrrad und das Smartphone. Die Arbeitszeit wird individueller, aber auch arbeitsrechtlich schwieriger. Auch große Versandhäuser setzen auf Auslieferung an den Kunden. Die Ware steht nicht mehr im Schaufenster, sondern lagert in großen Warenhäusern oder ist bereits im LKW unterwegs. Die Straßen sind voll, die Fahrt nicht ungefährlich, das hat logistische Konsequenzen. Drohnen sind bereits im Einsatz. Das Besondere an der Drohne, die Sie hier sehen, ist, dass sie erstens im 3D-Druckverfahren entstanden ist. Und das Zweite ist, dass sie tatsächlich in der Lage ist, schwere Lasten zu heben. Gedacht ist die Drohne, wie sie jetzt erstmal bei uns in der Ausstellung steht, eher für Weinbauern. Aber dahinter steht natürlich auch der Gedanke, das eher im logistischen Bereich zu benutzen. Aber so eine Dreiviertelstunde mit 50 Kilogramm hält die schon aus. Unsere Arbeitswelt in der Zukunft wird sich weiterhin verändern. Die Chancen werden ausgebaut, die Risiken vielleicht wachsen. Der Kommunikation untereinander kann man hierbei weiterhin eine zentrale Rolle zuschreiben. Flexibilität und Mobilität gewähren uns Freiheit, aber auch Abhängigkeit, weniger Privatsphäre. Ob und wann wir dann den Schalter aufstellen, das haben wir selber in der Hand.